Verehrte Zuschauer, hier noch einmal Nachrichten der Heute-Redaktion. Start der Expo 98 in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. In einer feierlichen Zeremonie eröffnete Portugals Präsident Sampaio am Abend die letzte Weltausstellung dieses Jahrhunderts. 4000 Ehrengäste strömten zu der feierlichen Eröffnung und zur Begegnung mit 16.000 Meerestieren. Die Weltmeere stehen im Mittelpunkt der Lissabonner Expo und die Seefahrernation Portugal errichtete zu diesem Zweck das größte Aquarium Europas. Architektonische Meisterleistungen, Wahrzeichen der Weltausstellungen seit 1851, fehlen auch diesmal nicht. Besondere Attraktion, die 12,2 Kilometer lange Brücke über den Tejo. Portugal investierte rund 4 Milliarden Mark, Kosten, vor denen Tokio und Budapest 1996 kapitulierten. Sichtlich beeindruckt Bundespräsident Herzog. Mir gefällt's und ich hoffe, wir stellen in 2 Jahren was Ähnliches hin, was Vergleichbares. Deutschland präsentiert sich multimedial. Mit Computertechnik wird ein Tauchgang in eine Unterwasserstation simuliert. Gezeigt werden dort deutsche Umwelttechnologien und Möglichkeiten alternativer Energiegewinnung. Auch sie eine Voraussetzung zum Schutz der Meere, des Erbes der Zukunft. Der Rücktritt des indonesischen Präsidenten Suharto ist international auf breite Zustimmung gestoßen. UNO-Generalsekretär Annan zeigte sich erleichtert über den friedlichen Verlauf des Regierungswechsels. Zugleich äußerte er seine Hoffnung auf einen demokratischen und sozial gerechten Wiederaufbau. US-Präsident Clinton bot Indonesien die Hilfe der USA an und rief dazu auf, das Land in eine stabile Demokratie umzuwandeln. Suharto hat in einer Ansprache am Morgen seinen Rücktritt erklärt. Er reagierte damit auf die monatelangen Proteste gegen die Misswirtschaft seiner Regierung. Zugleich bat er um Verzeihung für Fehler während seiner 32-jährigen Amtszeit. Als Nachfolger wurde der bisherige Vizepräsident Habibie vereidigt. Er versprach demokratische Reformen und ein Ende der Wirtschaftskrise in Indonesien. Der Regierungswechsel löste im ganzen Land spontanen Jubel aus. Die Opposition forderte zudem freie Wahlen binnen eines Jahres. Das Bundesumweltministerium hat jetzt auch sämtliche Castortransporte im Inland gestoppt. Grund ist die erhöhte Strahlenbelastung, die an einigen Behältern mit atomaren Brennelementen gemessen wurde. Bereits am Mittwoch hatte Bonn beschlossen, Atommüll vorerst nicht länger zur Wiederaufbereitung ins Ausland zu schicken. Die kolumbianische Justiz hat das Verfahren gegen den deutschen Privatagenten Maus eingestellt. Er und seine Frau dürfen das Land ab sofort verlassen. Die Eheleute waren bei dem Versuch verhaftet worden, eine von der Guerilla entführte Deutsche nach Venezuela zu bringen. Zuvor soll Maus die Frau freigekauft haben, mit Rückendeckung der Bundesregierung. Im Nordwesten der Türkei haben heftige Regenfälle zu einer Hochwasserkatastrophe geführt. Mindestens 10 Menschen starben, darunter 2 Kinder. In der 70.000 Einwohnerstadt Bartin stehen fast alle Häuser unter Wasser. Dutzende von Dörfern sind von der Außenwelt abgeschnitten. Die Wetterdienste rechnen weiter mit starken Regenfällen. Bei einer Amok-Tat in einer Schule im US-Bundesstaat Oregon ist erneut ein Jugendlicher getötet worden. Mindestens 24 weitere Schüler wurden verletzt, als ein 15-Jähriger plötzlich um sich schoss. Er war am Tag zuvor der Schule verwiesen worden, weil er eine Waffe bei sich trug. Vor der Bluttat tötete er vermutlich auch seine Eltern. In seinem Haus fand die Polizei 2 noch nicht identifizierte Leichen. In Guatemala ist der Vulkan Pacaya wieder aktiv. Über 6000 Meter hoch speit er Asche aus, schleudert riesige Gesteinsbrocken empor. Lavaströme ergießen sich in die Landschaft, die Ernte der Bauern ist völlig vernichtet. Die Evakuierung mehrerer Dörfer wird vorbereitet. Über die Hauptstadt hat sich bereits eine zentimeterdicke Ascheschicht gelegt. Und hier die Ergebnisse der 2. Fußball-Bundesliga von gestern Abend. Meppen, Kräuter Fürth 2:1, Nürnberg, Wattenscheid 2:2, Leipzig, Fortuna Köln 1:4 und Tübingen, St. Pauli 0:2. Die Wetteraussichten. Im Osten gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter, sonst teils heiter, teils wolkig und trocken. 13 bis 19 Grad. Das waren noch einmal Nachrichten der Heute-Redaktion. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. An dieser Stelle sehen Sie jetzt eigentlich wahnsinnig aufwendige Werbung für unsere neue Sonntagabend. Oh, kein Geld der Welt. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Denn für die Werbung für kein Geld der Welt hatten wir leider kein Geld der Welt, weil wir alles Geld der Welt in die Show kein Geld der Welt gesteckt haben. Alles klar?
Wir haben einfach jede müde Mark in die Show gesteckt. Kein Geld der Welt. Die Show, die ihm Träume erfüllt, die man für kein Geld der Welt kaufen kann. Kein Geld der Welt. Die neue Show mit Johannes B. Kerner. Am Sonntag um 20.15 Uhr im ZDF. Mondaine. Unsere neue Reihe führt Sie zu Treffpunkten der oberen 10.000. Saint-Tropez ist die erste Etappe. Sehen und gesehen werden in der Stadt, in der Geld- und Statussymbole eine große Rolle spielen. Das wilde Treiben der High Society auf Champagnerpartys und exzessiven Feten. Mondaine. Saint-Tropez. Sonntag, 21.45 Uhr im ZDF. Die internationale Szene ist ihm bestens vertraut. Peter Maffay. Für sein aktuelles Projekt Begegnungen konnte er Musiker aus allen Kontinenten gewinnen. Heraus kam eine faszinierende Mischung der unterschiedlichsten Musikrichtungen. Die CD ist längst vergoldet und der Run auf die Eintrittskarten für die Tournee im Herbst hat schon begonnen. Falls Sie Lust haben, die Begegnungen live zu erleben, die aktuellen Tourneedaten zeigen wir Ihnen am Ende der Sendung.